In einem Monat ist Weihnachten. Zum VIP-Opening des Gourmet-Bundstandes von heute im Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz sind zahlreiche Prominente gekommen. Ich liebe dieses Pre-Punsch von heute, weil das ist der einzige Punschstand oder die einzige Punschfeier, wo die Leute nicht besoffen sind. Für welchen Punsch haben Sie sich denn entschieden? Für den Kinderpunsch. Ja, es muss ihn kosten, wie er schmeckt. Sehr süß. Ist das gut oder schlecht? Naja, für die Linie schlecht. Das ist ein mega leckerer Zwetschgen-Schokopunsch, habe ich noch nie getrunken und das ist echt, magst du kosten? Sehr lecker. Wirklich, aber der ist wirklich gut. Was für einen Punsch hast du genommen? Na, auch natürlich einen Kinderpunsch, weil sonst ist man jetzt schon besoffen und das ist ein bisschen früh zum Besoffen sein. Einmal habe ich so viel Punsch mit Alkohol erwischt und seitdem trinke ich fast nur Kinderpunsch, das passt zu meinem Alter besser. Und da wird man nicht betrunken. Ich habe mich für einen Früchtepunsch entschieden. Ich bin eher so ein bisschen Früchte- und Bärenpunsch, das mag ich sehr. Es tut mir leid, ich mag keinen Bärenpunsch. Ich mag auch keinen Glühwein. Deswegen trinke ich immer einen Kinderpunsch. Das Einzige, das habe ich jetzt in Kärnten kennengelernt, ein Glühmost. Das geht. Da ist nicht viel Alkohol drin, das ist ein warmer Apfelsaft. Was macht so einen richtig guten Punsch überhaupt aus? Naja, ich glaube, den Punsch muss man im Freien trinken, das ist einmal wesentlich. Wir haben in der Lugner City probiert, einmal Punsch drinnen zu verkaufen, das funktioniert nicht. 5 Gewürze müssen im Punsch drinnen sein, fragen wir jetzt nicht was. Ich glaube, Nelken sind drinnen, Orangen sind drinnen und dann halt irgendein Teebeutel, wo der Rest drin ist. Also die 5 Bestandteile, Arak, Gewürze, Zucker, Zitrone und Tee. Bringt dich sowas schon in Weihnachtsstimmung? Ja, total. Ich habe auch schon geglaubt, dass der erste Advent schon vor der Tür steht, was noch gar nicht stimmt, weil die Weihnachtsmärkte jetzt offen haben. Also ich bin sogar schon vorgepolt. Ich habe daheim schon Weihnachtsdekoration, sofern meine Katzen sie noch stehen lassen. Also ich bin eigentlich schon total für Weihnachten fertig. Und seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Seit September in Wahrheit, seit die ersten Weihnachtsmänner verkauft werden im Supermarkt. Na, es ist herrlich, jetzt wo die ganze Stadt in Lichtern erstrahlt, kommt man richtig in Stimmung. Also ich habe immer vor Weihnachten fast jedes Wochenende Weihnachtsdinner bei mir zu Hause und dann experimentieren wir herum. Da steht auch schon der Christbaum und dann gibt es für Freunde eine kleine Vorbescherung und so. Ja, Weihnachten. Wie feierst du heuer Weihnachten? Wir haben eigentlich seit 10 Jahren haben wir keinen Baum zu Hause, sondern eine Palme. Und ja, der wird geschmückt, der muss herhalten, die Weihnachtspalme, mit ihren Ästen für die Kugeln und Lametta und alles Mögliche. Und es schaut einfach schick aus, es schaut schräg aus, es schaut modern aus, es ist anders einfach. Also ich feiere Weihnachten halt einfach mit meiner Weihnachtspalme. Hier am heute Bundstand am Maria-Theresien-Platz geht es bis zum 24.12. Dann um 18 Uhr werden am 31.12. die Pforten endgültig geschlossen. Das heißt, es gibt noch genügend Zeit, vorbeizukommen und zu genießen.